Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Philipp und in diesem Video geht es um eine etwas allgemeinere Frage, nämlich um die Frage, was ist Osteopathie eigentlich? Vielleicht hast du es auch schon selber bemerkt, wenn dich jemand gefragt hat, du, was ist eigentlich Osteopathie, dass diese Frage gar nicht so einfach ist, aus dem Stegreif zu erklären. Ich hoffe, dieses Video hilft dir dabei. Viel Spaß! Kommen wir zuerst mal zur Definition von Osteopathie. Das Wort Osteopathie ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt, nämlich aus dem ersten Wort Osteo und aus dem Griechischen übersetzt bedeutet Knochen. Und im zweiten Wort Pathie von Pathos und Pathos bedeutet das Leiden oder die Krankheit. Also zusammengesetzt müsste man ja eigentlich sagen, Osteopathie bedeutet Knochenleiden oder Knochenkrankheit. Aber wenn man versucht, die Osteopathie mit einer Knochenkrankheit zu beschreiben, dann ist man ziemlich auf der falschen Fährte. Es geht nämlich nicht wirklich um einen Knochenbruch oder um Osteoporose, sondern um was ganz anderes. Es gibt eigentlich keine genaue Definition von der Osteopathie. Das zeigt, wie schwer es ist, es zu erklären. Es gibt einen Versuch von Roland Becker, der sagt, die Wissenschaft der Osteopathie umfasst das Wissen der Philosophie, der Anatomie und der Physiologie des gesamten Körpers und die Anwendung von diesem Wissen sowohl bei der Diagnose als auch bei der Behandlung. Die WHO stuft die Osteopathie als eine traditionelle Medizin bzw. als eine Komplementärmedizin ein. Die Osteopathie ist eine manuelle Medizin, manuell von dem griechischen Wort manus, Hand. Das heißt, die Osteopathen arbeiten hauptsächlich mit den Händen, sie haben keine Geräte, so wie es zum Beispiel auch bei der Chiropraktik ist. Kommen wir zu den vier Grundprinzipien der Osteopathie. Das erste Grundprinzip ist, dass man in der Osteopathie von einer grundsätzlichen Einheit von Körper, Geist und Seele ausgeht. Diese drei Bereiche sind also untrennbar miteinander verbunden und es ist so, wenn man eine Sache von denen behandelt, dass man gleichzeitig immer alle mit dabei hat. Ja? In der Osteopathie größtenteils arbeitet man ja mit dem Körper und da geht man einfach davon aus, dass diese Behandlung auf den Körper aufgrund dieser Einheit von den dreien immer auch einen Einfluss auf den Geist und auf die Seele des Patienten hat. Das ist auch der Grund, warum viele die Osteopathie als eine ganzheitliche Therapie sehen. Ich finde aber, dass man keine einzelne Therapieform als ganzheitlich benennen sollte. Denn der Mensch ist einfach zu komplex, als dass man in einer Therapieform die Gesamtheit von dem Menschen mit beeinflussen kann. Ganzheitlich bedeutet für mich deswegen eher eine interdisziplinäre Therapieform. Das heißt, eine Therapieform zwischen verschiedenen Disziplinen, wo verschiedene Therapiemethoden oder verschiedene Therapeuten miteinander zusammen an einem Menschen arbeiten. Denn nur so schafft man es, die ganze Komplexität, vielleicht sogar auch dann nicht, von den Menschen mit zu vereinigen und den Menschen sozusagen als Ganzes auch zu behandeln. Das zweite Prinzip in der Osteopathie ist das Prinzip Leben ist Bewegung. Und zwar ist mit Bewegung hier nicht nur die allgemeine Bewegung des Körpers gemeint, die man von außen sieht, sondern es sind alle Bewegungen gemeint, die im Körper stattfinden, die man mit dem Auge gar nicht erkennen kann. Zum Beispiel die Bewegung vom Blut durch den gesamten Körper, ja, die Rolle des Blutflusses und des Wasserflusses, das heißt der Lymphe, durch den Körper hat eine sehr bedeutende Rolle in der Osteopathie. Aber auch neuronale Impulse zählen mit zu diesen Bewegungen des Körpers. Und man kann sich das Ganze so vorstellen wie ein Fluss. Und an diesem Fluss kommen Biber und bauen einen Damm. Das heißt, der Damm führt dazu, dass der Bereich hinter diesem Damm austrocknen wird. Und jetzt kommt der Mensch zum Osteopathen und der Osteopath sieht natürlich diesen Damm. Ja? Und das Ziel ist natürlich auch, diesen Damm erstmal aufzulösen. Der Osteopath löst den Damm auf, aber es ist nicht alles damit getan. Denn der Osteopath macht sich dann auch noch weiter Gedanken, warum kam denn dieser Damm gerade zu diesem Ort? Was hat diesen Ort so einladend gemacht?
Und dann stößt er natürlich auch auf die Biber. Und wichtig ist es dann für den Osteopathen, dass die Biber nicht wieder diesen Damm bauen. Also versucht der Osteopath dann diesen Abschnitt eben so zu verändern, dass die Biber nicht mehr zu diesem Ort hinkommen. Das dritte Grundprinzip ist das Zusammenspiel von Struktur und Funktion. Es ist ein wechselseitiger Zusammenspiel zwischen der Struktur und der Funktion. Das heißt, eine Struktur, wie zum Beispiel ein Gelenk oder ein Muskel, im Prinzip alles, was man anfassen kann im Körper, ist mit Struktur gemeint, beeinflusst im Endeffekt die Funktion. Zum Beispiel haben wir im Knie Arthrose. Das heißt, es ist schmerzhaft beim Laufen, wenn wir nicht mehr richtig laufen können. Das heißt, hier bedingt die Struktur, beeinflusst eben die Funktion negativ. Andersrum beeinflusst auch die Funktion eine Struktur im Sinne einer Anpassungsreaktion. Das heißt, wenn wir zum Beispiel viel trainieren, sagen wir mal viel laufen, bleiben wir mal bei dem Beispiel, dann wird sich unser Körper so anpassen, dass die Muskeln zum Laufen besser aufgebaut werden, dass die Blutgefäße sich in den Muskeln, die viel benutzt werden, weiter verzweigen, sodass Muskeln einfach eine bessere Sauerstoffversorgung aufweisen, sodass die Muskeln mehr Sauerstoff bei der Arbeit haben. Die Gelenke werden sich anpassen, das heißt, es wird mehr Knorpel in dem Bereich gebildet, zum Beispiel auch im Knie, damit einfach diese Stoßbelastung zu keiner Störung des Gelenks führt. Kommen wir zum vierten und letzten Grundprinzip der Osteopathie. Und das ist die Fähigkeit zur Selbstheilung. Und zwar sieht der Osteopath sich selbst nicht als Heiler, sondern als einen Unterstützer. Er versucht sozusagen die Selbstheilungskräfte des Patienten zu aktivieren, indem man dem Körper im Prinzip einen Impuls gibt oder einfach durch eine Veränderung, durch eine Verbesserung zum Beispiel der Bewegung oder eine Verbesserung des Flusses des Blutes in einem bestimmten Bereich die Fähigkeit zur Selbstheilung im Prinzip fördert. Die Osteopathie gehört zwar in Deutschland zur Heilkunde und Heilkunde darf in Deutschland nur ein Arzt oder ein Heilpraktiker ausüben, aber der Osteopath heilt den Menschen nicht. Heilung passiert nur von selbst. Der Osteopath kann lediglich dabei unterstützen, dass der Mensch sich selber durch seine Selbstheilungskräfte heilen kann. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Wirkungsweise der Osteopathie. Und zwar geht man in der Osteopathie davon aus, dass alle Strukturen wie Muskeln, Bänder, Knochen, Sehnen, Gelenke, Organe oder auch das zentrale Nervensystem, Gehirn, Rückenmark, dass alles miteinander verbunden ist und alles auch eine Wechselwirkung zueinander hat und mehr oder weniger auch in Einfluss in Abhängigkeit zueinander stehen. Also wenn es ein Problem in einem Bereich gibt, kann es auch immer sein, dass es dadurch folglich Probleme in einem ganz anderen Bereich im Körper gibt. Und deswegen ist es bei einer osteopathischen Untersuchung oder auch in einer osteopathischen Behandlung so wichtig, dass man sich den ganzen Körper des Patienten anschaut, untersucht. Deswegen ist auch die Anamnese, also das Erstgespräch vor der osteopathischen Behandlung, so wichtig, weil sehr tiefgreifende Fragen zum Teil gefragt werden. Also als Beispiel kommen vielleicht auch Fragen zur eigenen Geburt. Das heißt, weiß man von Erzählungen von seiner Mutter, wie die eigene Geburt gelaufen ist? Also war es ein Kaiserschnitt? War es vielleicht eine sehr lange Geburt? War es vielleicht, dass die Nabelschnur im Hals hing? Das sind Sachen, die eventuell auch Einfluss auf die Behandlung nehmen, auf die Ursache der Erkrankung des Menschen. Oder es kommt zum Beispiel dazu, dass man eigentlich Schulterprobleme hat, aber der Osteopath schaut sich zum Beispiel die Bauchorgane an. Und letztlich kann es sein, dass die Schulterprobleme eben durch ein Problem in einem Organ stattgefunden haben. Zum Beispiel die Leber hat häufig auch Einfluss auf die Schulterfunktion. Also kann man im Prinzip zusammenfassen, es ist alles sehr vernetzt. Und deswegen ist es auch so, dass eine osteopathische Einheit meistens so zwischen 45 Minuten und einer Stunde, manchmal sogar länger dauert, weil es einfach sehr viel Zeit braucht, sich in diese ganzen Bereiche des Körpers reinzufühlen, reinzuschauen und einen Überblick zu verschaffen. Kommen wir zum letzten Punkt, nämlich welche Behandlungsansätze gibt es in der Osteopathie? Es gibt in der Osteopathie
drei große Teilbereiche. Der erste Teilbereich ist die parietale Osteopathie. Die parietale Osteopathie befasst sich vor allem mit dem Bewegungsapparat, das heißt mit Muskeln, Gelenken, Sehnen, Bänder, aber auch Faszien spielen hier eine Rolle. Das ist auch der Bereich in der Osteopathie, der sich vielleicht nicht so ganz abgrenzen lässt von Physiotherapie oder auch von der Chiropraktik. In der parietalen Osteopathie gibt es dann wiederum verschiedene Behandlungsmethoden. Es gibt zum Beispiel die GOT, das Thema, was ich im letzten Video beschrieben habe. Oder es gibt zum Beispiel die Manipulationstechniken, das heißt Techniken, die als Einrenken bekannt sind, also Gelenke, wo es Blockierungen gibt, werden gelöst. Manchmal entsteht bei dieser Lösung auch eben ein Knacken. Es gibt noch zahlreiche andere Behandlungsformen. Eine weitere ist zum Beispiel sind die Muskelenergietechniken, die MET-Techniken, wo man wirklich Einfluss auf die Funktion von Muskeln nimmt, um darum wiederum Einfluss auf Gelenke zu bekommen. Der nächste Bereich ist die viszerale Osteopathie. Jetzt habe ich da ein S gemacht, jetzt muss ich hier auch ein S machen. Die viszerale Osteopathie befasst sich mit den Organen, das heißt Organe, die sich im Bauchraum oder im Brustraum befinden. Das ist jetzt ein Bereich, der sich schon mehr von der Physiotherapie abgrenzt, nämlich in der viszeralen Osteopathie versucht man Einfluss auf die Beweglichkeit und die Funktion von Organen zu haben. Hier spielen auch wieder die Begriffe eine Rolle, Mobilität, Motrizität, Motilität, was ich in einem anderen Video schon erklärt habe. Der dritte Bereich ist die kraniosakrale Osteopathie. In der kraniosakralen Osteopathie behandelt man, wie der Name schon sagt, Cranium Sacrum, das heißt Schädel, Kreuzbein und alle Verbindungen, die dazwischen bestehen. Das ist auch der Bereich, der so ein bisschen unter dem Image geraten ist. Der Osteopath legt nur Hände an und macht eigentlich nichts. Der Patient liegt da die ganze Zeit. Und eigentlich passiert nicht wirklich was. Gleichzeitig ist es aber auch der Bereich, der am meisten in der Wissenschaft erforscht ist und am meisten von den Daten her für die Osteopathie spricht. In der kraniosakralen Osteopathie geht man davon aus, dass es einen kraniosakralen Rhythmus gibt. Das heißt im Prinzip so rhythmische Pulsationen, die zwischen dem Sakrum und dem Schädel stattfinden, beziehungsweise auch im ganzen Körper zu spüren sind. Kraniosakraler Rhythmus wird auch beschrieben als der primär respiratorische Mechanismus, den PRM. Das war es auch schon zu meiner Erklärung, was ist eigentlich Osteopathie? Ganz kurz kann man auch sagen, Osteopathie ist eine gemeinsame Reise in Richtung Gesundheit. Und wenn du mich begleiten möchtest. Hey! Und wenn du. Jetzt mach die Tür zu, hör auf, ich bin mittendrin. Oh Mann. Jetzt, komm, mach zu, Amor, ich will das fertig kriegen. Und wenn du mich hier auf meiner Reise begleiten möchtest und dir der... Und wenn du mich hier auf meiner Reise begleiten möchtest und dir diese Inhalte gefallen, dann abonniere gerne meinen Kanal und folge mir auf Instagram @osterlearning. Ich bin noch ganz am Anfang und es wird noch vieles folgen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.